So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ein oder andere Kollegin wird wahrscheinlich noch zu uns stoßen. Möglicherweise auch den etwas versteckten Ort nicht gefunden. Ich darf aber die, die da sind, schon mal sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Pressekonferenz. Anlass war die Berichterstattung eines Personalmagazins, das noch einmal einige Halb- und Unwahrheiten bezüglich Frau Krieger-Langer aufbereitet hat. Wir haben uns dann dazu entschlossen, eine Pressekonferenz zu veranstalten, um auch mal die Sicht der Dinge, die wir haben, konzertiert darzustellen und dazu Stellung zu nehmen. Ich darf neben Frau Krieger-Langer begrüßen Tim Hößmann, den Rechtsanwalt, der seit einigen Monaten in der Auseinandersetzung mit den Aggressoren ist. Ich darf herzlich begrüßen Dennis Jelussi. Dennis Jelussi hat sich mit der Frage der Titel Psychologin und anderen beschäftigt und wird dazu Stellung nehmen. Und ich begrüße herzlich Erwin Kister, der Showmanager und Veranstalter der Kohl im Kreuzfeuer-Tour, der aus Sicht des Showmanagements auch ein paar Dinge zu den Antreffen sagen wird. Wir müssen den Raum hier um circa 14:45 wieder verlassen, weil es eine Anschlussveranstaltung gibt. Bitte dafür um Verständnis. Ich werde mich bemühen, das entsprechend konsequent durchzuziehen und Ihnen dann auch den Raum für Fragen im Anschluss zu geben. Wir haben uns überlegt, dass zunächst Erwin Kistler ein bisschen was aus Sicht der Showveranstalters sagt. Zu dem Thema Kohl im Kreuzfeuer. Auch da hieß es ja, die Show könnte an einer oder anderen Stelle besser sein. Das sehen wir naturgemäß anders. Erwin, vielleicht nimmst du bitte kurz Stellung. Ja, also meine Frau hat Susanne 2018 im Internet entdeckt. Wir haben da mit ihr gesprochen, ob sie Lust hat, eine Show zu machen. Wir waren uns da ziemlich schnell einig. Und wir hatten die Premiere am 1.3.2019 in Hamburg. Ausverkauftes Mehrtheater, 2400 Zuschauer. Wir haben jetzt gespielt mit der Show. Wir spielen jetzt insgesamt 62 Shows und es endet Ende März in Frankfurt. Und wir haben insgesamt, werden wir ca. 120.000 Karten verkaufen. Und das sind eigentlich Ergebnisse, mit denen wir nicht gerechnet haben, was eigentlich in der Form gar nicht möglich ist, weil im Normalfall ist es so, wenn du live diese Zahlen erzielen willst, brauchst du einfach 10 Jahre Vorarbeit. Du brauchst einfach eine gewisse Live-Erfahrung, du musst dich einfach langsam nach oben spielen. Und Susanne ist wirklich mit einem wahnsinnigen Ergebnis gestartet, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Und was wirklich auch uns noch mehr überrascht hat, ist, wir haben ja einige Folgeshows gemacht, Zusatztermine. Und haben bei diesen Zusatzterminen die Zahlen verdoppelt. Das heißt also, die Qualität der Show ist so groß, dass die Leute rausgehen und durch Mundpropaganda wir noch viel, viel mehr Karten verkaufen. In Berlin hatten wir bei der ersten Show 800 Zuschauer, dreiviertel Jahr später war das Tempodrom mit 2700 ausverkauft. Das war eine Verdreifachung. Und das ist nur möglich, wenn die Zuschauer einfach von der Qualität der Show überzeugt sind. Ansonsten hast du normalerweise keine Verdoppelungen. Ist eigentlich nicht möglich. Und das Gleiche passiert es momentan ja auch mit der neuen Tour, die am Herbst startet. Wir haben wahnsinnig viele Karten schon verkauft und es wird wieder darauf hinauslaufen, dass wir noch höhere Kapazitäten spielen werden. Wir werden es dann in die 2.000, 3.000, 4.000er Hallen gehen und so wie es momentan ausschaut, wird das alles voll sein. Und es ist eben einfach gesagt nur möglich, wenn die Qualität der Show stimmt. Ansonsten verkauft man nicht diese Anzahl der Karten. Super. Vielleicht noch die Nachfrage. Es hieß ja auch, dass die Show relativ einfach sei. Nein, also das ist eben nicht der Fall, weil live ist ja wirklich, live ist die Wahrheit. Du kannst auf der Bestsellerliste sein, du kannst gute Einschaltquoten haben, aber wenn jemand bereit ist, 40, 50 Euro für die Karte auszugeben und wenn man zu zweit geht, dann sind es 100, 150 Euro, die du bezahlst mit Babysitter und so weiter. Und wenn du dann beim Folgetermin noch mehr Karten verkaufst, dann gehen die Menschen raus und sagen, toll, tolle Show und wir können das gleich ganz gut beurteilen. Wir arbeiten ja auch punktuell mit Hirschhausen zusammen, mit Martin Rütter und so weiter. Und die Show der Qualität entspricht den höchsten Ansprüchen. Also die Show in der Form, wo die Leute auch wirklich so viel Wissen vermittelt bekommen, hatten wir in der Form noch nie. Und wir machen das seit 25 Jahren. Wunderbar. Vielen Dank für diese Einschätzung, Erwin. Herr Hößmann, Sie haben in den letzten Monaten mehrere juristische Auseinandersetzungen mit den Aggressoren führen dürfen. Vielleicht nehmen Sie einfach mal Stellung zu den Dingen, die Sie erlebt haben
und zu der juristischen Einordnung der ganzen Auseinandersetzung. Ja, danke schön. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Tim Hößmann, Rechtsanwalt in Berlin und mittlerweile nicht nur seit mehreren Monaten, sondern fast 2 Jahren hier in dieser Angelegenheit tätig. Und ich will jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen so ein bisschen auf der einen Seite mal so einen Rückblick auf die gesamten Klageverfahren zu geben. Es kursiert dort in den Medien mal so 19:0. Diese Zahl ist nicht richtig. Genau genommen müsste es 20:0 heißen, beziehungsweise 20:1. Und je nach Rechenweise kämen wir auch auf ein 30:1. Das ist so, dass einer auf die gewonnenen Verfahren, auf die ich eingehen werde, dann so ein bisschen auch Klagen gegen Gregor Langer, die sich also auch dort durchaus juristischem Gegenwind erwehren muss, die also auch regelmäßig für uns ausgehen. Dann ein Verfahren, Landgericht Bielefeld, was so ein bisschen der Ursprung des Gesamten gewesen ist. Dort einfach auch so ein bisschen einordnen, was dieses Urteil einfach bedeutet. Generell hier auch, die meisten werden von Ihnen ja Journalisten das wissen, Problem Meinungsfreiheit, wie bewerte ich manche Dinge, wie ordne ich sie ein. Dort einfach nur so ein bisschen nochmal eine Eingrenzung. Und zum Schluss dann insbesondere in Bezug auf den Haufer-Artikel, da geht es um die Frage der Referenzen. Und dort einfach mal darzulegen, warum die Referenzen aus Sicht von Frau Krieger-Lange aus unserer Sicht richtig sind. Mit den gewonnenen Verfahren. Also das Ganze fing so ein bisschen einmal an. Das war Mitte letzten Jahres, Landgericht Hamburg. Da ging es auch um ein Verfahren gegen eine Bloggerin. Die werden wir nachsehen, dass wir hier keine großartigen Namen nennen werden von Leuten, gegen denen wir die Verfahren geführt haben. Zum Teil haben wir mit den Gegnern auch Vergleiche gefunden, wo wir dann versucht haben, dann auch sozusagen das alles im Endeffekt einvernehmlich zu lösen, was auch im Grunde genommen das Ziel von Frau Krieger-Langer ist, dass man, wenn es um bestimmte Äußerungen geht, die natürlich irgendwo geklärt bekommt, auf der anderen Seite aber auch durchaus jetzt nicht nur Streit um Streitenswillen führen möchte. Also im Endeffekt, hier ging es um Verfahren, da ging es um Online-Publikation, am Online-Journal und dort wurde schlicht und ergreifend eine Lüge über Frau Krieger-Langer verbreitet und das war für uns also auch die Gelegenheit, dagegen vorzugehen. Das Landgericht Hamburg hat hier unserer Rechtsansicht auch gefolgt und im Endeffekt hat die Bloggerin am Ende des Tages auch eine Abschlusserklärung abgegeben, wodurch das Verfahren dann auch zu unseren Gunsten gekommen ist. Dann geht es ein Verfahren, das geht in Teilen jetzt immer noch weiter, das ist vor dem Landgericht Köln, da geht es um die Frage von Urheberrechten. Da wurde also im erheblichen Maße Material von der Webseite von Frau Krieger-Langer übernommen und auf der eigenen Webseite publiziert. Da ist jetzt mittlerweile schon ein Teil Anerkenntnisurteil ergangen worden. Bei der anderen Frage geht es auch um die durchaus juristisch interessante Frage, Zitat oder Nicht-Zitat. Hier hat das Oberlandesgericht in Hamburg, in Köln auch bereits gesagt, dass es zum Zitatrecht nicht gedeckt ist. Dort wird jetzt auch in 2 Monaten die endgültige Entscheidung ergehen, was der andere Teil dieses Verfahrens angeht. Aber hier, dieses Verfahren mit der Urheberrechtsverletzung wurde übernommen. Ein Teil, der auch immer wieder ein großes Problem darstellt, ist die Frage mit der Übernahme von Fotografien, Übernahme von geistig geschützten Inhalten von der Webseite. Auch hier haben wir vor dem Landgericht Frankfurt am Main ein Verfahren gewonnen, wo es um die Übernahme von Bildmaterial gegeben worden ist. Ein großer Komplex, der mittlerweile auch einen gewissen Raum einnimmt im Rahmen der Berichterstattung, ist die Berichterstattung über ein mittlerweile eingestelltes Strafverfahren. Da war es also so, dass eine Journalistin beziehungsweise mehrere Strafanzeigen gegen Frau Krieger-Langer gestellt hat. Das Verfahren ist eingestellt und hier mussten wir also feststellen, dass im Rahmen der Berichterstattung über das Ermittlungsverfahren viele Persönlichkeitsrechte nicht beachtet werden und insbesondere auch unwahre Tatsachenbehauptungen verbreitet werden in Bezug auf dieses Ermittlungsverfahren. Und gerade so ein Ermittlungsverfahren ist etwas vom juristischen Hintergrund. Sobald ich eine Strafanzeige gegen wen auch immer und egal wie unbegründet auch immer stelle, fängt automatisch an, die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren zu führen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi mir selber meine Tatsachen schaffen möchte, ist es immer ein ganz beliebter Trick bei manchen Journalisten, eine Strafanzeige zu stellen. Und dann kann ich sozusagen über diese Strafanzeige berichten. Das Wichtige ist bei so einer Berichterstattung über eine Strafanzeige, unter gewissen Voraussetzungen darf ich auch bereits über die Strafanzeige berichten, aber es müssen bestimmte Eckdaten eingehalten werden auf der einen Seite. Und natürlich darf nicht die Unwahrheit erzählt werden. Und dort haben wir doch in vielen Verfahren gesehen, dass hier jetzt gerade in Bezug auf die Strafanzeige einfach Unwahrheiten erzählt werden, nicht darüber berichtet werden, dass das Verfahren eingestellt ist und ähnliche Sachen. Und das sind also sowohl unwahre Tatsachenbehauptungen auf der einen Seite, aber auch natürlich Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die sich dann gerade aus meiner Sicht auch nicht mehr hinnehmbar sind, weswegen wir dann auch gegen solche Publikationen vorgehen. Gleiches hier Landgericht Frankfurt auch wieder in den Verfahren gegen eine Bloggerin, wo es also auch um eine falsche Berichterstattung über eine Straftat, über eine Strafanzeige ging. Auch wieder unwahre Tatsachenbehauptung. Gleiches auch hier. Es ist auch hier immer die gleiche Bloggerin, die hier massiv immer wieder gegen die
Persönlichkeitsrechte verletzt und auch so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Berichterstattung ist, die also trotz mehrfacher Verurteilungen hier jetzt gerade in Bezug auf die Strafanzeige leider immer noch unwahr berichtet, was mittlerweile auch dazu führt, dass Ordnungsgeldanträge gestellt werden und Ähnliches, wo man einfach nur hofft, dass es dann vielleicht auch irgendwann mal zur Einsicht kommt, dass es nicht ganz so richtig sein können. Hier ein Verfahren, was ich noch nicht mal als gewonnenes Verfahren zähle, wo aber auch das Landgericht Frankfurt entschieden hat, dass hier unwahre Tatsachenbehauptungen in Bezug auf Frau Rieger Langer wieder berichtet werden. Auch dieses Verfahren ist noch nicht rechtskräftig. Dann ist auch immer die Berichterstattung über Urteile selber ein Punkt, über den berichtet wird. Hier haben wir wieder eine Entscheidung vom Landgericht Hamburg. Da ging es dann auch um dieses Urteil aus Bielefeld, wo schlicht und ergreifend einfach ja, im Endeffekt falsche Tatsachen aus dem Urteil berichtet worden sind. Eine Sache, die natürlich auch nicht hinnehmbar ist und nachdem dort also auch das Online-Magazin nicht gewillt gewesen ist, das Ganze zu korrigieren, haben wir uns also auch darauf dann entsprechend das gerichtlich klären lassen. Auch gleicher Tenor hier, auch wieder unwahre Berichterstattung über ein Urteil. Ein anderer Komplex, den wir bereits 2018 eigentlich juristisch beackert haben und eigentlich aus meiner Sicht bereits geklärt gewesen ist, war die Frage der Referenzen. Bereits 2018 wurde über die Referenzen von Frau Krieger-Lange berichtet und die Behauptung aufgestellt, dass diese Referenzen ja falsch seien. Der Vorwurf falscher Referenzen, ich gehe am Ende noch genauer darauf ein, ist natürlich ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Und damals, als das erste Mal darüber berichtet worden ist, haben wir also das auch zur Gelegenheit genutzt, um das Ganze juristisch klären zu lassen. Weil es natürlich auch um die Frage geht, ist es in Ordnung, so wie es dargestellt worden ist, ist es nicht in Ordnung, so wie es dargestellt worden ist, und es sind halt immer wieder Fragen, die aufkommen können. Und da haben wir also auch dementsprechend uns mehrfach gerichtlich bestätigen lassen, dass die Referenzen, so wie sie aufgeführt sind, juristisch korrekt sind. Sprich, die Behauptung der Gegenseite, dass dort Testimonial-Referenzen falsch sind, war schlicht und ergreifend eine unwahre Tatsachenbehauptung. Das musste auch unterlassen werden und wird jetzt von denjenigen auch nicht wiederholt. Umso überraschter bin ich, umso überraschter sind wir, dass dieses Thema der Referenzen jetzt fast zwei Jahre später wieder vom Haufe Verlag aufgenommen wird und quasi im gleichen Duktus berichtet wird, obwohl eigentlich bereits die entsprechenden Urteile belegen, dass die Referenzen, so wie sie da stehen, eigentlich in Ordnung sind. Also auch hier Landgericht Köln hat es entschieden, dann noch eine andere Berichterstattung auch vom Landgericht Köln, dass Testimonials angeblich falsch wären, wieder Landgericht Köln, auch wieder angebliche Referenzwertungen, alle Urteile in unserem Sinne ergangen, dass nämlich die Referenzen, so wie sie da stehen, falsch sind. Und da jetzt also auch ein Zugriff auf den Haufe-Artikel, da werde ich sicherlich auch nichts Überraschendes erzählen, wenn ich sage, dass uns die Berichterstattung über den Haufe-Artikel so jetzt erstmal nicht gefällt, gerade in Bezug auf die Referenzen. Das Ganze ist bereits auch gerichtshinfällig und da erwarten wir jetzt auch in Kürze die gerichtliche Entscheidung. Ein anderer großer Komplex, das war eine Situation, da ging es um einen Plagiatsvorwurf. Da wurde also der Vorwurf erhoben, dass eine Publikation von Frau Krieger-Langer schlicht und ergreifend ein Plagiat sei. Auch dort war Ausgangspunkt die Anfrage einer Journalistin/Bloggerin, die dort nachgefragt hatte. Und hier bei diesem Plagiatsvorwurf, das ist natürlich ein sehr, sehr heftiger Vorwurf, wenn sowas plötzlich im Raum steht. Und das haben wir also auch zur Gelegenheit genutzt, um das sowohl vom Landgericht und auch Oberlandesgericht klären zu lassen, dass dieser Plagiatsvorwurf einfach falsch ist. Sprich, dass hier nicht öffentlich behauptet werden darf, dass Frau Krieger-Langer irgendwann Plagiat begangen hätte. Da war dieser Vorwurf relativ umfangreich, weswegen es da auch eine Vielzahl von Urteilen gegeben hat, die sich also auch im Endeffekt mit diesem Plagiatsvorwurf auseinandergesetzt haben. Alle auch in unserem Sinne, dass also im Endeffekt der Vorwurf des Plagiates einfach aus der Luft gegriffen gewesen ist und so nicht in Ordnung gewesen ist. Weitere Verfahren waren dann auch noch auch mal wieder falsche Tatsachenbehauptungen. Und wichtig ist auch, das war zum Beispiel jetzt ein Verfahren, was wir geführt hatten, da ging es dann zum Beispiel auch gegen durchaus namhafte Medien, das war zum Beispiel jetzt hier die Augsburger Allgemeine, da ging es auch zum Beispiel wieder um die Unschuldsvermutung. Auch dort hatten wir das Verfahren gewonnen, weil auch dort im Rahmen der Berichterstattung über Frau Krieger-Langer auch wieder fehlerhaft über die Strafanzeige und somit auch gegen die Unschuldsvermutung verstoßen worden ist. Und weiteres auch nochmal wieder Landgericht Frankfurt, auch wieder Verstoß, Unschuldsvermutung. Das alles hier an den Entscheidungen, die wir gebracht haben, sind alles Entscheidungen, die mittlerweile rechtskräftig sind, wo also entweder eine Abschlusserklärung abgegeben worden ist, nachträglich eine Unterlassungserklärung abgegeben worden ist, beziehungsweise Erklärungen dahingehend abgegeben worden sind, dass diese Behauptungen nicht wiederholt werden. Und das ist sozusagen für uns auch das Entscheidende, dass wenn Lügen verbreitet werden, wir einfach auch geklärt haben wollen, A, ist es eine Lüge,
dass auf jeden Fall die Lüge nicht wiederholt wird. Damit haben wir uns im Grunde jetzt auch vielfach gerichtlich durchsetzen können. Viele Verfahren, die hier jetzt gar nicht angesprochen sind, sind Verfahren, die bereits vorgerichtlich geklärt worden sind. Sprich, es ist ja immer so, dass man, bevor man als Anwalt irgendwo gerichtlich tätig wird, ja erst das sogenannte außergerichtliche Aufforderungsschreiben zur Unterlassung einer bestimmten Äußerung gibt, wie es immer so schön im Juristendeutsch heißt. Und dort haben wir auch erlebt, dass viele durchaus auf dieses Schreiben positiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten reagieren und wir dann auch gemeinsam irgendwo Lösungen finden. Generell ist diese Situation, Lösungen zu finden, für uns auch mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo wir also auch durchaus immer wieder bereit sind, Vergleiche zu schließen, um im Endeffekt hier also auch einfach für die Gesamtheit eine Lösung zu finden. Und wir wissen auch, dass es ein durchaus großes Spannungsfeld ist. Gleichwohl ist es nicht so, dass jetzt wild immer Abmahnungen verschickt werden, sondern im Grunde nur da, wo ein begründeter Verdacht besteht, wir vorgehen und wie gesagt, die Anzahl der Klagen zeigen, dass wir damit auch recht haben. Dann Klagen gegen Susanne Grieger-Lange. Dort gibt es auch tatsächlich eine vorläufige Regelung, das ist vom Landgericht Frankfurt. Da ging es um einen LinkedIn-Kommentar. Dieses Verfahren ist jetzt erstmal nur vorläufig entschieden worden. Dort haben wir jetzt die Aufforderung verschickt, dass man das Ganze im Hauptsacheverfahren regeln sollte. Es gibt nämlich den Unterschied einmal die sogenannte einstweilige Verfügung. Dort wird das einfach nur nach Aktenlage schnell entschieden. Und im Hauptsacheverfahren müssen also auch Beweise beigebracht werden und dann wirklich eine sachgerechte Auseinandersetzung im Gerichtsverfahren zu führen ist. Hier ist im Endeffekt noch nicht die Hauptsacheklage erhoben worden. Mir liegen zumindest keine Informationen darüber vor. Sollte die Hauptsacheklage jetzt nicht ganz in Kürze erhoben werden, wäre die ganze Klage dann auch die einstweilige Verfügung als unbegründet abzuweisen. Ein ganz wichtiges Verfahren ist das Verfahren vom Landgericht und auch später Oberlandesgericht Hamburg gewesen. Das Verfahren selber ging um die Publikation des Buches Kuhl im Kreuzfeuer. Im Rahmen dieses Buches Kuhl im Kreuzfeuer stellt Frau Grieger-Lange auf 300 Seiten. Und ein paar mehr. 300 Seiten und ein paar mehr. Umfassend natürlich Inhalte da. Nennt dabei auch durchaus Ross und Reiter. Und dann ging es dem Verfahren im Landgericht Hamburg, dass sich jemand dagegen wehrte, dass dieses Buch erscheinen sollte. Ergebnis ist, sowohl vom Landgericht Hamburg als auch vom Oberlandesgericht Hamburg sind sie mit ihren Anträgen auf einstweilige Verfügung gescheitert. Sprich, das Buch konnte ganz normal weiter erscheinen. Sprich, auch hier der Vorwurf, dass das Buch irgendwie fehlerhaft oder ähnliches ist, einfach bei jeder Grundlage, sowohl Landgericht als auch Oberlandesgericht Hamburg, haben den Antrag auf einstweilige Verfügung abgewiesen. Eine Person, die sicherlich im Rahmen dieser Auseinandersetzung eine besondere Beachtung verdient, ist Frau Bärbel-Schwertfeger. Frau Bärbel-Schwertfeger hatte sich auch akkreditiert, aber soweit ich es sehe, sehe ich sie nicht. Und ein Teil der Entscheidungen, die ich vorne angesprochen habe, sind auch gegen sie ergangen. Und Frau Bärbel-Schwertfeger hat ihrerseits auch durchaus den Klageweg gegen Frau Grieger-Lange gesucht, um hier bestimmte Äußerungen in Bezug auf ihre Person unterlassen zu lassen. Frau Schwertfeger selber sieht sich immer als freie, unabhängige Journalistin, die quasi Kraft eigener Kompetenz Sachverhalte aufklärt. Und das ist natürlich ein gewisses Spannungsfeld. Und hier also im Endeffekt bestimmte Äußerungen, die also untersagt werden sollten, wo das Landgericht Deggendorf sämtliche Forderungen abgewiesen hat, mit dem Ergebnis, dass also im Endeffekt solche Sachen gesagt werden dürfen. Wir gehen normalerweise mit solchen Situationen nicht großartig in die Öffentlichkeit, aber nachdem der Druck auch gerade medial immer größer wird, denke ich, ist es auch geboten, auf solche Hinweise mal einfach mal einzugehen. Zum Beispiel eine Aussage wie Bärbel Schwertfeger erwirkt unter dem Deckmantel des Journalismus unwahre Tatsachen über Frau Grieger-Lange, verbreitet unter dem Deckmantel des Journalismus unwahre Tatsachen über Frau Grieger-Lange, ist schlicht und ergreifend eine Äußerung, die so vom Landgericht Deggendorf zulässig ist. Auch die Äußerung, dass Bärbel Schwertfeger, Susanne Grieger-Lange, deren Partner, Kontakte und Referenzen unter Druck setzt, sich von ihr zu distanzieren, also eine Sache, die wir auch in der Vergangenheit beobachtet haben, ist etwas, was erstmal so laut des Landgerichts zulässig ist. Ebenso zulässig ist die Äußerung, dass Jack Nasser Frau Bärbel Schwertfeger der Lobbyarbeit für den Bund der deutschen Psychologen überführt hat, sprich auch die Bezeichnung, sie als Lobbyistin zu bezeichnen, ist also auch eine zulässige Äußerung, auch wenn sie dieses anders sieht, auch die Äußerung, dass sie keine freie Journalistin ist, wo jetzt auch wieder ein gewisser Streit in einem anderen Verfahren drum kämpft. Ja, das ist zulässig. Wir dürfen sagen, dass Frau Bärbel-Schwertfeger, beziehungsweise Frau Grieger-Lange darf sagen, dass Frau Bärbel-Schwertfeger keine freie Journalistin ist.
Ebenso, dass Frau Schwertfeger vom Bund der Deutschen Psychologen beschäftigt wird. Auch diese Tatsache wollte sie ganz gerne aus der Weltgeschichte geklagt haben, ist sie mit gescheitert. Ebenso ist sie damit gescheitert, dass sie Positionen der BDB-Lobby vertritt. Auch diese Äußerung darf von uns gesagt werden. Und auch Bärbel Schwertfeger und die eng mit ihr verbundenen Blogger erheben Vorwürfe gegen Frau Krieger-Langer. Auch diese Äußerung ist laut Ansicht des Landgerichts Deggendorf zulässig. Und last but not least, Bärbel Schwertfeger ist eine angebliche Journalistin und Lobbyistin des BDB, ist auch eine Äußerung, die für sich genommen so, dass die Entscheidung des Landgerichtes zulässig ist. Ebenso wäre es zulässig, was wir aber nicht großartig tun, Gerichtsbeschlüsse, die wir gegen Frau Bärbel Schwertfeger erwirkt haben, zu publizieren. Frau Krieger-Langer ist gerade, was das angeht, sehr zurückhaltend und jetzt gerade die Pressekonferenz auch das erste Mal, dass wir mit solchen Sachen in die Öffentlichkeit gehen. Das zeigt aber, dass hier die Welt wahrlich nicht so schwarz und weiß, gut und böse ist, wie es nach außen vielleicht erscheint, sondern ganz im Gegenteil vielleicht auch mal eine etwas andere Blickweise rechtfertigt. Es gibt ein Verfahren, das Verfahren Bielefeld, das ist ein Verfahren, wo sich auch gerade Frau Schwertfeger immer wieder drauf stützt, indem sie sagt, dass das Landgericht Bielefeld bestimmte Sachen entschieden hat oder nicht entschieden hat. Da muss man auch erstmal das Verfahren erstmal einordnen. Das Landgericht Bielefeld, das war ein Verfahren, was von Frau Krieger-Langer angestrebt worden ist, war auch ein sogenanntes einstweiliges Verfügungsverfahren. Das heißt, in diesem einstweiligen Verfügungsverfahren wird vorläufig und hauptsächlich nach Aktenlage entschieden. Und hier hat das Gericht entschieden, dass bestimmte Äußerungen über Frau Susanne Krieger-Langer, bitte entschuldigen Sie den Tippfehler, von der Meinungsfreiheit umfasst sind. Das Gericht hat aber an keiner Stelle gesagt, dass die Äußerungen wahr sind. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Die Meinungsfreiheit, dazu komme ich später nochmal, ist ja in Deutschland ein sehr stark geschütztes Rechtsgut und das ist auch richtig so. Aber es sagt nur, dass ich eine bestimmte Meinung haben darf. Diese Meinung bedeutet aber nicht, dass diese Meinung wahr oder falsch ist, sondern nur, dass es eine Meinung ist. Und das ist gerade ein Spannungsfeld, in dem wir hier uns immer noch bewegen. Generell ist hier, was bei den Vorwürfen, die dort im Raum stehen, auch noch die Hauptsacheentscheidung steht hier auch noch aus. Und somit bleibt Bielefeld erstmal nur alleine stehen. Generell ist es immer so eine Situation, die ich hier auch immer wieder beobachte. Ich habe das einfach mal unter dem Stichwort zusammengefasst. Falsche Fragen erzeugen falsche Antworten. Das ist halt immer so die Situation. Wenn ich eine bestimmte Frage stelle, bekomme ich eine bestimmte Antwort. Und das zieht sich leider wie ein roter Faden durch diese gesamte Auseinandersetzung. Ein Beispiel, da ging es um den Lehrauftrag bei der Hochschule in Wien. Frau Krieger-Langer hat auf ihrer Vita geschrieben, dass sie an der Hochschule Wien einen Lehrauftrag gehabt hat. Hinsichtlich Lehraufträge und Co. wird der Kollege gleich noch ein bisschen referieren. Aber sie hat geschrieben, ich hatte einen Lehrauftrag in Wien. That's it, mehr stand dort nicht. Dann hat Frau Schwertfeger bei der Hochschule in Wien nachgefragt, ob Frau Krieger-Langer im Curriculum, sprich im Studentenvorlesungsverzeichnis steht. Dort war dann die Antwort aus Wien, nein, sie steht nicht im Vorlesungsverzeichnis. Bumm, hatten wir wieder eine Berichterstattung, wo es darum geht, falsche Tatsachenbehauptung, sie lügt in ihrem Lebenslauf, alles ganz schrecklich, sie war gar nicht in Wien. Falsche Frage, falsche Antwort. Wäre die Frage gewesen, hat Frau Krieger-Langer in Wien unterrichtet? Ja, da wäre die Antwort wahr. Wen hat sie unterrichtet? Sie hat den sogenannten Science Staff unterrichtet, sprich den akademischen Mittelbau, Doktoranden, angehende Doktoranden und Ähnliches. Das ist eine bei Vorlesung, die steht nicht im Studentenvorlesungsverzeichnis, weil sich diese Vorlesung erst gar nicht an Studenten richtet. Somit steht natürlich die Referenz auch zu Recht im Lebenslauf, dass sie an der Hochschule Wien gewesen ist. Schon haben wir wieder diesen Punkt, falsche Frage, falsche Antwort. Und das ist halt eine Situation, die wir immer wieder haben. Oder hier, da geht es um die Steinbeis-Universität. Da hatte dann Frau Krieger-Langer gesagt, dass sie dort einen hochschulzertifizierten Kurs geführt hat. Hatte es auch eine der wichtigen Formulierungen hier. Und dann war die Frage von Frau Schwertfeger, ist dieser Kurs hochschulzertifiziert? Richtige Antwort der Hochschule, nein. In der aktuellen Kohorte ist der Kurs nicht entsprechend so gebaut, dass es dort für Kurse gibt. Also war wieder die Schlussfolgerung Frau Schwertfeger, sie lügt. Die Frage war aber, werden aktuell Punkte vergeben? Nein, aktuell werden keine Punkte vergeben, hat auch nie jemand behauptet. Bloß bis zum letzten Semester, also mittlerweile glaube ich schon bis vor 3 Semestern, wurden aber Punkte für diesen Kurs vergeben. Sprich, dort war die Aussage auch komplett wahr und die Referenz bzw. die Angabe im Lebenslauf richtig. Wieder falsche Frage, falsche Antwort. Und das zieht sich im Grunde wie ein roter Faden. Ich könnte stundenlang Beispiele auf diesem Gebiet bringen, wo wir immer wieder das Problem haben, dass ich bestimmte Fragen stelle, bestimmte Antworten kriege, wo aber nicht unbedingt die Frage und die Antwort zusammenpassen. Und das ist natürlich mal ein Problem,
gerade aus meiner Sicht als Medienrechtler, wie das Ganze einzugrenzen ist. Generell ist hier das Spannungsfeld der Meinungsfreiheit ja relativ groß und die erste Frage, die sich immer so stellt, ist die Frage Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung. Tatsachenbehauptung ist so alles das, was ich behaupten kann, und Meinungsäußerung ist quasi alles andere. Und unwahre Tatsachenbehauptungen, sprich Lügen, sind verboten. Demgegenüber sind in Anführungszeichen unwahre Meinungen nicht verboten, weil es ja keine wahre oder falsche Meinung gibt. Wenn ich etwas empfinde, dann empfinde ich das so, dann gibt es nicht wahr oder falsch. Und das ist ein großer Komplex, in dem wir uns jetzt hier bewegen, insbesondere auch hier, weil natürlich die Meinungsfreiheit sehr privilegiert richtigerweise vom Grundgesetz geschützt wird, dass die Meinungsfreiheit möglichst nicht eingeschränkt wird, jedoch sich die Meinungsfreiheit auch immer wieder im Spannungsfeld mit dem Persönlichkeitsrecht sehen muss. Und das ist eine Situation jetzt nicht nur bei Frau Greger-Langer, sondern das beobachte ich immer wieder, da ich sehr viel im Äußerungsrecht zu tun habe, dass Gerichte hier der Meinungsfreiheit einen sehr, sehr hohen Wert zuweisen und oftmals gar nicht berücksichtigen, welchen Schaden die Äußerung auf Seiten des Betroffenen haben können. Und dort ist es also auch so, der Gesetzgeber hat uns eigentlich auch in Artikel 2 gesagt, dass die Meinungsfreiheit zum Schutz der Ehre eingeschränkt werden kann. Aber das ist ein Punkt, der mittlerweile immer weniger eine Rolle spielt, und die Grenzen der Äußerungsfreiheit werden im Gegenteil immer noch weiter ausgedehnt. Und bitte entschuldigen Sie diesen Begriff, aber selbst ein Begriff wie Drecksfotze ist mittlerweile, zumindest laut dem Landgericht, etwas, was noch von der Meinungsäußerungsfreiheit umfasst sein soll, wo ich mir denke, das ist beleidigend, das geht nicht. Das ist zu viel. Gut, Frau Kühners, die so tituliert worden ist, ist in der Lage, mit solchen Äußerungen umzugehen, aber viele andere können das nicht. Und wenn man sich so die Selbstmordraten anguckt, Selbstmorde wegen Mobbing, Hetze und Ähnlichem im Netz nehmen einfach zu. Und da gibt es also immer wieder auch sehr, sehr traurige Fälle, wo es dann um solche Fälle gibt, wo nur auf Grundlage der Meinungsfreiheit hier das Ganze zu einem Problem wird. Und der Begriff Hate Speech, der sich hier mittlerweile entwickelt hat, ist mittlerweile auch zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich damit beschäftigen, jetzt hier auch der Gesetzgeber möchte sich auch gerne mit auseinandersetzen. Das sind alles Situationen, wo es also auch gerade um dieses Spannungsfeld der Meinungsfreiheit geht, der Meinungsäußerungsfreiheit, und auch der Situation zu sagen, was ist erlaubt und was nicht erlaubt. Und jetzt hier mal so ein Beispiel, was wir zum Beispiel auch mit in Bezug auf Frau Greger-Langer haben, was man so lesen muss. Das sind jetzt nur Äußerungen von Frau Schwertfeger in Bezug auf Frau Greger-Langer, wo ich auf der einen Seite erhebliche Probleme mit dem Pressekodex sehe, aber das würde nochmal eine weitere halbe Stunde gehen, wenn ich jetzt auf alle Verstöße gegen den Pressekodex eingehen würde, der aus meiner Sicht gegeben ist. Aber hier sind so Beispiele aus der Berichterstattung, die da einfach kommen. Sie ist völlig wirkt. Möglicherweise verbirgt sich dahinter auch ein Hinweis auf eine paranoide Persönlichkeitszugang. Irgendwie scheint die Hobbypsychologin erhebliche Probleme mit der Realität zu haben. Das ist nicht nur vollkommen absurd, sondern auch ein möglicherweise weiterer Hinweis auf paranoide Persönlichkeitstendenzen. Mittlerweile völlig normal ist, dass sie als Scharlatanin, Lügenlehe, den Hochstaplerin, notorische Lügnerin bezeichnet wird. Das sind alles Situationen, mit denen wir uns auch juristisch auseinandersetzen müssen, wo ich auch sage, gut, okay, komm, das ist jetzt in dieser Situation einfach keine gute Berichterstattung mehr, kein objektiver Journalismus mehr, insbesondere wenn ich mittlerweile zahlreiche Verurteilungen gegen mich habe, die eigentlich ein völlig anderes Bild zeichnen, wird es trotzdem in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Bon. Den letzten Punkt, auf den ich noch mal gerne eingehen möchte, das sind die Referenzen. Referenzen hatten wir eigentlich vor 2 Jahren schon mal alle durchgefrühstückt und da war eigentlich in Ordnung, jawohl, Referenzen sind in Ordnung. Gleichwohl wurden jetzt die Referenzen noch mal zum Anlass genommen, die anzugreifen. Der Aufwand, der dort betrieben wird, ist aus meiner Sicht schon erheblich. Es wurden wohl knapp 60 Unternehmen angeschrieben und wegen der Referenzen gefragt mit unterschiedlichen Meinungen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Erstmal geht es generell um die Frage, darf ich Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, nennen oder nicht nennen? Das ist so ein dieser Kernpunkte, die dort kommen. Und dort ist es also so, dass es für Frau Greger-Langer keine gesetzliche Schweigepflicht gibt. Zum Beispiel für mich als Anwalt, da habe ich bestimmte Schweigepflichten. Ich darf über meine Mandanten nur sehr wenig berichten und sagen, und Frau Greger-Langer musste mich im Vorfeld auch von meiner Schweigepflicht entbinden, damit ich hier überhaupt das alles erzählen darf. Das sind einfach so berufsrechtliche Regelungen, die ich mich zu halten habe. Deshalb darf ich da nicht großartig mit Referenzen umgehen. Ich darf zwar meine Gegner benennen, aber nicht die Mandanten, mit denen ich zusammenarbeite. Dieses enge Korsett gilt aber nicht für Frau Greger-Langer, ganz im Gegenteil. Es ist nur dann, es muss sich bei den zu geheim haltenden Tatsachen um ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis handeln, welches ein berechtigtes Interesse oder ein erkennbar wirtschaftliches Interesse des Auftraggebers bei der Nicht-Offenkundigkeit der betreffenden Äußerung ergibt. Wie immer Juristendeutsch auf
normal übersetzt bedeutet das im Endeffekt, hat die Gegenseite ein Geheimhaltungsinteresse. Und das ist regelmäßig, gerade bei den Tätigkeiten, die Frau Krieger-Langer macht, nicht gegeben. Wenn ich jetzt irgendwo eine Keynote halte, einen Vortrag halte oder Ähnliches, oder auch meinetwegen ein Coaching irgendwie für ein Unternehmen, sind das jetzt nicht Situationen, die einem Geheimhaltungsinteresse unterliegen. Und deshalb, wie gesagt, wundert es mich, dass es jetzt wieder darum geht, dass die Referenzliste falsch ist. Und was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist, dass wir im Grunde mit allen oder mit sehr, sehr vielen Unternehmen im Dialog sind. Wir sind, oder Frau Krieger-Langer ist aktiv auf das Unternehmen zugegangen, haben jetzt auch erstmal gefragt, was gab es für Anfragen, was für Art Daten wurden weitergegeben und stehen dort mit sehr, sehr vielen Unternehmen in einem Dialog. Einige wenige Unternehmen haben auch wegen einer Löschung angefragt, beziehungsweise nach Nachweisen, warum sie dort auf der Liste stehen. Auch dort haben wir dann entsprechend dargelegt, warum der Name des Unternehmens genannt werden darf, beziehungsweise warum Frau Krieger-Langer berechtigt ist, den Namen zu nennen. Ergebnis: Bislang hat kein einziges Unternehmen, obwohl das ja auch mittlerweile in die gewisse Zeit geht, irgendwo rechtliche Schritte gegen Frau Krieger-Langer eingeleitet, weil es auf der Referenzliste steht, sprich nach unserer Stellungnahme war regelmäßig Ende Gelände. Also auch dort wieder ein Zeichen, dass hier vielleicht die Realität eine etwas doch andere ist, als manchmal vielleicht medial gezeichnet werden wird. Auch das ist ein Punkt, der im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung auch mal wieder gerichtlich zu klären sein wird. Die Antworten. Es wurden ja gerade im Hauptartikel verschiedenste Antworten bekommen. Und die häufigste Antwort war, haben keine Daten zu Susanne Krieger-Langer. Das war die Antwort. Wenn ich mir so eine Antwort angucke, heißt das nur, ich habe keine Daten. Mehr steht da ja nicht. Das heißt nicht, wir haben nicht mit ihr zusammengearbeitet. Das heißt nicht, wir stehen zu Unrecht auf der Liste oder Ähnliches. Sondern die meiste Antwort, die gekommen ist, wir haben keine Daten zu Krieger-Langer. Und zumindest aus meiner Sicht verwundert diese Antwort auch nicht großartig. Warum verwundert diese Antwort nicht? Frau Krieger-Langer ist seit 20, 25 Jahren? 26. Am Markt aktiv. Ja, Entschuldigung. Jeder von Ihnen kennt das, wenn er seine Steuererklärung macht und schon die Belege und Unterlagen aus dem letzten Jahr zusammensuchen muss, dass man da nichts findet. Und dann stellen Sie sich ein großes Unternehmen vor. Es geht teilweise um Situationen, die 20 Jahre zurückliegen. Aus dem Zeitraum verwundert es mich nicht, dass diese Unterlagen nicht mehr vorhanden sind. Ganz im Gegenteil, Unterlagen müssen auch gelöscht werden. Es gibt auch hier im Datenschutz bestimmte Löschungspflichten. 6 Jahre, 10 Jahre sind ja so die üblichen Fristen, wo ich die Unterlagen löschen muss. Das heißt, als Unternehmen muss ich das löschen. Dann habe ich auch nichts mehr. Das ist einfach eine gesetzliche Pflicht. Dann häufig ist das Problem die Größe der Unternehmen und die wechselnde Ansprechpartner. Sprich, wenn ich jetzt mit einem Unternehmen wie Bertelsmann zusammenarbeite, ich weiß nicht genau, wie viele zigtausend Menschen zu Bertelsmann arbeiten, wie viele Unterunternehmen das gibt. Je nachdem, welche ich frage, weiß das vielleicht oder weiß das nicht, aber es gibt ja keine zentrale Datenbank, wo alle irgendwo erfasst werden, weil das datenschutzrechtlich auch schon wieder problematisch wäre. Deshalb ist die Antwort, wir haben keine Daten, für mich auch nichts etwas verwunderlich ist. Und schließlich und letztendlich sind ja auch viele Situationen, wo Frau Krieger-Langer vielleicht jetzt gar nicht als direkt gebucht worden ist, sondern viele Situationen laufen über Booking-Agenturen und andere Partner, die dann dementsprechend die Veranstaltung buchen, sodass zwar Frau Krieger-Langer gebucht worden ist, aber halt nicht über sie, sondern über eine entsprechende Booking-Agentur. Das ist also auch ein völlig normales Vorgehen. Auch wieder ein Grund, dass hier die entsprechenden Antworten nicht gefunden werden. Und wir haben es jetzt auch mal zum Anlass genommen, so ein bisschen mal einfach mal so exemplarisch ein paar Antworten rauszunehmen. Ich glaube, ich habe einen Zeitkorridor. Ich kann weitermachen. Ich bitte darum, aber zügig. Ich versuche es. Also, hier ist es also so, dass wir uns jetzt mal die Mühe gemacht haben, beziehungsweise das Team von Frau Krieger-Langer, mal einfach Unterlagen rauszusuchen, die belegen, dass es eine Zusammenarbeit gegeben hat. Jetzt einfach mal so ein exemplarischer Überblick aus Datenschutz und rechtlichen Gründen mussten wir die leider zum Teil anonymisieren. Aber hier zum Beispiel Audi. Wurde mit zusammengearbeitet, Audi und Audi Ingolstadt war im Endeffekt 2018 eine Veranstaltung, Rechnung, Mehrwertsteuer bezahlt, danke, fertig. Also eine Zusammenarbeit mit Audi kann anhand einer Rechnung sogar belegt werden. Was steht bei Haufe? Es wurde nie mit Audi zusammengearbeitet. Schlicht und ergreifend unwahre Tatsachenbehauptung. Bayer, auch wieder ein Fall, steht bei Haufe unwahre Tatsachenbehauptung. Bayer findet keine Unterlagen. Ja, kann sein, aber hier Rechnung. Bayer und dann dementsprechend 2016 gab es eine Rechnung über eine Training Profiling, irgendwie 2 Tage sogar, gab es ein 2-Tage-Seminar von Bayer. BMW, auch hier wieder eine Rechnung, 2017 Zusammenarbeit mit BMW, auch wieder gebucht, bezahlt. Alle Situationen, die sogar dann über Frau Krieger-Langer direkt abgerechnet worden ist. Dann Continental findet sich auch auf der Liste, wieder keine Unterlagen, also dementsprechend unwahre Tatsachenbehauptung. Auch wieder falsch, hier Continental Automotive, gab es auch wieder dementsprechend einen Vortrag 2017. Und sogar 2016 gab es auch einen Vortrag mit Continental. Fraunhofer, auch so eine Situation. Fraunhofer hat angeblich keine Unterlagen, wird sogar im Hauptartikel relativ breit und ausführlich dargelegt.
Fraunhofer e.V., da muss man auch wissen, wie Fraunhofer organisiert ist. Fraunhofer ist ein eingetragener Verein. Wenn ich jetzt aber eine eigene Unterorganisation von Fraunhofer frage, sind die im Grunde kaum befugt, für Fraunhofer zu sprechen. Trotzdem hier wieder unwahre Tatsachenbehauptung, dass hier nichts stattgefunden hat, sondern ganz im Gegenteil hier eine Keynote im Jahre 2018. Gleiches gilt für Henkel, auch hier gab es eine Keynote-Speed 2018, wieder eine Rechnung, wieder eine unwahre Tatsachenbehauptung, dass keine Zusammenarbeit mit Henkel stattgefunden hat. TÜV Rheinland, auch so ein Ding. TÜV Rheinland wurde auch beim Haufe-Artikel etwas ausführlicher erwähnt. Auch hier gab es eine Keynote-Speaking 2018 mit Rechnung allem, was dazugehört. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich mich frage, wie die Unternehmen diese Daten nicht weitergeben können. Gut, da, wie gesagt, können sie es vielleicht nicht wissen, aber dass man dann auch nicht mal im Endeffekt nachfragt bei Frau Krieger-Lange, so nach dem Motto, das und das hätte man ja alles irgendwie klären können. Stattdessen steht jetzt erstmal in der Weltgeschichte wieder, alles falsch, alles Mist, alles gelogen, nein, nicht gelogen, hier entsprechend Referenz können wir bringen. Mercer ebenso, da gibt es sogar relativ viele Geschichten von, wo es dann Rechnungen gibt, das geht jetzt im Jahr 2016 zu, alle Situationen zu belegbar. Dann sind natürlich manchmal Situationen, die sind nicht mehr über Rechnungen belegbar, weil es zum Beispiel Abrechnungen bei Partneragenturen beziehungsweise auch Vorgänge gewesen sind, die einfach zu lange her sind. Da gibt es aber zum Beispiel eine Buchungsbestätigung. Hier eine Buchungsbestätigung von Bertelsmann für 2014. War bei Bertelsmann. Für Bertelsmann gibt es noch alte Bielefelderin noch wesentlich weitere Hinweise, wo dann auch Nachweise, die dann teilweise 20 Jahre zurückgehen, wo man auch mit zusammengearbeitet. Gibt es. Trotzdem steht auf der Liste Bertelsmann falsch. Deutsche Bank, selbiges. Auch hier 2018 wurde dann dementsprechend auch ein entsprechendes Speaking gehalten. Und dann hier war zum Beispiel eine Situation, das wurde halt mit einem Partnerunternehmen abgerechnet. Gut, aber trotzdem war hier die entsprechende Buchungsbestätigung seitens der Deutschen Bank, dass hier Frau Krieger-Lange gesprochen hat. Rein rechtlich darf der Name genannt werden, also darf der Kunde auch genannt werden. Trotzdem lese ich wieder bei Haufe, darf nicht. Viele Sachen werden dann, und das möchte ich fast sagen, historisch, wo man dann die Sachen nachweisen muss, weil natürlich irgendwann Frau Krieger-Lange sich auch die Unterlagen vernichtet, beziehungsweise einfach nicht mehr vorhanden ist und deshalb haben wir so ein bisschen im E-Mail-Verkehr geguckt. Auch dort gibt es einige. Hier zum Beispiel Deloitte, steht auch in der Richtlinie unwahr. Hier eine E-Mail aus 2014. Hiermit bestätige ich unsere Absprache. Ich freue mich, Sie kennenzulernen können und Amsterdam bei Deloitte am 6.06.2014. Auch wieder belegt, dass das stattgefunden hat. Und hier noch eine Situation, dass es dann relativ lang zurückgeht, das ist dann 2010. Da wundert es mich auf Seiten des Unternehmens auch nicht mehr, dass es da keine Unterlagen gibt, weil da mittlerweile alles gelöscht worden ist. Aber hier zum Beispiel noch eine E-Mail-Bestätigung über die Zusammenarbeit. Auch wieder ein Nachweis, jawohl, hier hat das Ganze zusammengearbeitet. Bon. Dann eine Situation, wo ich mich frage, wie kann das passieren? Zum Beispiel Merck Fink ist so ein Bankunternehmen. Steht auch auf der Liste, weil die angeblich gesagt haben, dass nie eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Wir haben auch mal die Gelegenheit genutzt, mit dem Unternehmen im Dialog. Was sagt uns Merck Fink? Zu keinem Zeitpunkt erteilen wir Dritten Auskünfte über ihre Person. Sprich, die haben uns bestätigt, dass sie nie was gesagt haben. Sprich, so wie ich es lese, gab es da gar keine Anfrage bei Merck Fink. Trotzdem steht Merck Fink auch wieder auf der Liste von Haufe unter dem Stichwort falsche Referenz. Also das ist so eine Situation, wo ich mir sage, das ist einfach alles insgesamt unrund und eine Situation, die so in dem Sinne nicht hinnehmbar ist. Und deswegen lassen wir dieses zum Beispiel auch wieder einer gerichtlichen Klärung dann weiter zukommen. So, was ist mein Fazit? Ich komme jetzt langsam zum Ende, ich habe glaube ich viel zu lange geredet. Also wie gesagt, wir haben ziemlich viele Urteile, die belegen, dass die Berichterstattung über Frau Krieger-Lange schlicht unwahr ist, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung und Ähnliches ist, sprich rechtswidrig ist. Findet man in der Öffentlichkeit kaum was von wieder. Stattdessen werden diese Urteile zum Teil auch totgeschwiegen. Dann, kritische Äußerungen sind von der Meinungsfreiheit umfasst. Und da ist es also auch so, dass sich Frau Krieger-Lange gerne jeder Kritik stellt, auch mit Begriffen wie Nervensäge und Ähnlichem durchaus leben kann. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Trotzdem ist es häufig so, dass natürlich, wenn die Äußerung von der Meinungsfreiheit umfasst ist, es bedeutet, dass es nur eine Meinung ist. Meinungen müssen aber nicht unbedingt wahr sein. Trotzdem werden hier die Meinungen auch immer teilweise als wahre Tatsachen behauptet. Und last but not least, die Referenzen können von Frau Krieger-Lange am Ende des Tages auch belegt werden und sind somit aus unserer Sicht auch wahre Tatsachen und insbesondere auch schon mehrfach gerichtlich geklärt, dass die in Ordnung sind. Trotzdem findet sich der Vorwurf leider immer wieder und die juristische Auseinandersetzung wird jetzt weitergehen. Weitere Prozesse sind im Augenblick anhängig und es wird
zumindest aus meiner Sicht, die nächste Zeit auch nicht unbedingt langweilig werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, dass ich meinen Redekontingent etwas überzogen habe. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Hößmann, dass da Klarheit geschaffen werden konnte. Ich denke, wir haben einige Belege präsentieren können, die auch eben beweisen, wer an der Stelle die Wahrheit spricht und wer nicht. Ein anderer großer Vorwurf, der immer auch wieder im Raum steht, ist das Thema Psychologe, Anmaßung von Berufsbezeichnungen und all diesen Dingen. Zu dem Thema haben wir selber einen Juristen beauftragt, das in einem Memorandum juristisch aufzuarbeiten. Deswegen würde ich gerne Herrn Jelussi an der Stelle das Wort geben, zu diesem Themenkomplex eine Stellungnahme abzugeben. Da das Kabel ein bisschen kurz ist, müssen wir kurz umbauen. So, ich setze mich hier hin. Ich setze mich hier hin? Nee, ich setze mich so hin. Sie setzen sich da hin, gut. Ich bin Rechtsanwalt Daniel Schelussi, ich bin Geschäftsführerpartner einer wirtschaftsrechtlichen Kanzlei in Hannover. Und wie Herr Kister gesagt hat, die Tickets sind weg. Ich wollte, nachdem ich hier den Gutachtenauftrag übernommen hatte, in Hannover mir die Show ansehen und sie war ausverkauft. Also kann ich nur bestätigen, scheint gut zu laufen. Ja, wir machen Technologie- und Datenschutzrecht, hauptsächlich gewerblichen Rechtsschutz. Meine persönliche Mandats- und Mandantenstruktur sind viele Unternehmen und Fälle dabei, wo es um die wettbewerbsrechtliche Abgrenzung von Heilberufen, Medizinprodukten und so weiter geht, wo man also die Frage stellt, was für Zulassungen braucht man, wenn man was wie machen will. Und deswegen habe ich mich hier mit einem Memorandum mit diesen Fragen beschäftigt. Mich zur Frage, wer darf sich eigentlich Psychotherapeut nennen, wer darf sich Psychologe nennen und welche gesetzlichen Beschränkungen gibt es eigentlich für psychologische Diagnosetätigkeit. Also wir haben es in einem Memorandum gemacht. Wir nennen es nicht Gutachten, weil ich mal gelernt habe, etwas, wenn es nicht 100 Seiten hat, ist es kein Gutachten. Deswegen heißt es Memorandum und Kurzgutachten vermeide ich gerne, das ist die Bezeichnung, weil es immer so dafür steht, dass man ein bisschen geschudert hat. Das haben wir nicht. Es ist einfach, es gibt nicht mehr her, das Thema, weil es eine sehr beschränkte Frage ist. Aber ich glaube nicht, dass wir da was übersehen haben. Ja, also wer darf sich nun eigentlich Psychotherapeut nennen? Es gibt seit 1999 ein Psychotherapeutengesetz. Seitdem darf sich in Deutschland nur noch Psychotherapeut nennen, wer approbierter Psychotherapeut ist. Und ist auch seitdem ist auch die Strafbarkeit festgelegt worden im Strafgesetzbuch, wenn man sich so nennt und das eigentlich nicht ist. Frau Rieger-Langer hat nun vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, nämlich 1994, eine Ausbildung gemacht als Psychotherapeut psychologischer Berater. Das ist eine Ausbildung, die es heute so nicht mehr gibt. Sie durfte sich deswegen dieser Ausbildung auch natürlich bis 1999 auch Psychotherapeut nennen. Heute nicht mehr, das ist eine Ausbildung, muss man wissen. Die diese Ausbildung haben, nennen sich heute Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja, also um das klar zu sagen, wie feinsinnig diese Unterscheidungen im Recht sind. Wer diese Ausbildung hat, darf heute Psychotherapie betreiben, also man darf da irgendwie heilbehandelnd tätig werden. Von draußen auf dem Schild darf eben nicht Psychotherapeut draufstehen, sondern Psychotherapie. Ja, so feinsinnig sind die Unterscheidungen. Und dann war die Anschlussfrage sozusagen, wenn das jetzt doch mal in einem Nebensatz, wie es wohl mal Streitpunkt gewesen sein soll, dann doch fällt, dieser Begriff Psychotherapeut, ob das dann ein strafbarer Titelmissbrauch ist. Ja, wie gesagt, es gibt diese Strafnorm im Strafgesetzbuch, wenn man sich zum Beispiel Arzt oder Rechtsanwalt oder eben Psychotherapeut nennt, ohne das zu sein, macht man sich strafbar. Ob das in diesem Fall dann auch der Fall ist, und die Antwort ist relativ klar, nein. Der Strafgrund für dies alles ist eine Allgemeinwohlgefährdung. Und diese Allgemeinwohlgefährdung muss man eben im konkreten Fall feststellen. Und diese Allgemeinwohlgefährdung gibt es nur bei einem Bezug auf den Beruf eigentlich. Ja, also um den Beispiel zu geben, wenn sich jetzt jemand, der nicht Rechtsanwalt ist, Rechtsanwalt nennt, weil er jemanden beraten will, macht er sich strafbar. Ja, nennt er sich Rechtsanwalt beim ersten Date irgendwie, weil er damit Eindruck schinden will, macht er sich nicht strafbar. Ja, oder ein konkreter Fall aus der Rechtsprechung auch, jemand nutzt ein Arztschild, um beim Krankenhaus die besseren Parkplätze nutzen zu können. Ja. Wenn ich mich Arzt nenne, um irgendwie an Leuten rumzuarbeiten, dann mache ich mich strafbar. Wenn ich ein Arztschild in mein Auto mache, um die falschen Parkplätze zu benutzen, nehme ich eben nicht die Vertrauensstellung eines Arztes in Anspruch, deswegen ist es nicht strafbar. Deswegen
wenn es doch mal irgendwo aus Versehen die Verwendung des Begriffs Psychotherapeut in diesem Zusammenhang hier gibt, liegt jedenfalls kein strafbarer Titelmissbrauch vor. Dann haben wir uns auseinandergesetzt mit der Frage, wer darf sich eigentlich Psychologe nennen? Die erste Erkenntnis dazu ist, Psychologe ist keine gesetzlich geregelte Berufsbezeichnung. Also es gibt kein Gesetz in Deutschland, was vorschreibt und beschreibt, wer sich eigentlich Psychologe nennen darf und wer nicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass sich jeder, der möchte, Psychologe nennen darf. Sondern es gibt ein UWG, ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und dieses Gesetz verbietet Irreführung. Das heißt, wenn sich jemand Psychologe nennt und damit Leute in die Irre führt, darf er sich so nicht nennen. Dann handelt er rechtswidrig, kann abgemahnt werden, kann Belastungsansprüche von Dritten. Das heißt, nur dass, wenn ein Beruf nicht besonders gesetzlich geschützt ist, heißt das nicht, dass jeder sich so nennen darf, sondern das heißt, dass man irgendwie sich aus gutem Grund so nennen muss und die Erwartungen des Verkehrs sozusagen erfüllen muss. Welche Erwartungen sind das jetzt? Es gibt reichlich Rechtsprechung, die sagt, wer sich Psychologe nennt, muss eine akademische Ausbildung haben. Und das ist, glaube ich, kann man als gegeben auch so hinnehmen. Was für eine akademische Ausbildung ist das jetzt? Und da gibt es von dem Berufsverband der deutschen Psychologinnen und Psychologen eben ein Berufsbild Psychologie, wo die versuchen zu definieren, wer eigentlich sich Psychologe nennen darf und welche akademischen Ausbildungen man dafür richtig hält. Und da liest man dann, dass also sowieso nur deutsche Studiengänge in Frage kommen. Ja, wer also im Ausland studiert hat, kann sich in Deutschland nicht Psychologe nennen, meinen die. Dann sagen die, ein Bachelor reicht nicht, ja. Ich frage mich, was ist man denn eigentlich, wenn man Bachelor Psychologie studiert hat, für die ist man dann kein Psychologe, also verstehe ich nicht, wie man sich denn sonst nennen soll. Und nicht mal ein Master reicht unter Umständen, nämlich genau dann, wenn der nicht konsekutiv ist. Also wenn ich jetzt als Jurist, es gibt Studiengänge, wo Juristen jetzt Rechtspsychologie noch studieren können auf Master, wenn ich das machen würde, behaupten die, dürfte ich mich nicht Psychologe nennen, obwohl ich einen Master of Science dann in Psychologie erworben habe. Ja. Dazu muss man verstehen, was dieser BDP eigentlich macht. Also das UWG, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, schützt Allgemeininteressen. Der BDP verfolgt natürlich protektionistische Partikularinteressen, die Interessen seiner Mitglieder. Ja, das heißt, die Mitglieder wollen natürlich nicht, dass viele Menschen sich Psychologen nennen, um dann weniger Wettbewerb zu haben. Das ist für sich genommen auch keine Wertung. Ja, wir Anwälte machen das auch über unsere Standesorganisation. Zwar ein bisschen anders, weil wir jetzt ein geschützter Beruf sind, aber im Grunde versuchen auch wir, uns Wettbewerb vom Hals zu halten, indem wir sagen, ganz viele Sachen dürfen nur von Anwälten gemacht werden. Und manchmal werden wir eben dann eingebremst von der Rechtsprechung, so wie manche hat es vielleicht mitbekommen, jetzt vor einigen Wochen der BGH gesagt hat, auch Unternehmen, die keine Anwaltszulassung haben, dürfen Menschen helfen, die Mietpreisbremse durchzusetzen. Ja, dann haben wir eben verloren, und genauso haben Obergerichte im Fall des BDP auch und das Gericht München im Fall entschieden, dass dieses Berufsbild Psychologie halt viel zu eng ist. Ja, das ist dass auch Ausbildungen außerhalb dieses Berufsbildes, Psychologie, was der BDP da verfolgt, dazu berechtigen oder nicht in die Irre führen darüber, dass man eben Psychologe ist. Das war eben dieser Fall, der Name ist heute schon gefallen, eines Professors in München, der im Ausland studiert hat. Und der ist Professor für Psychologie in München, muss man sich mal vorstellen. Und der BDP hat den tatsächlich in Anspruch genommen, er soll sich nicht Psychologe nennen, weil er im Ausland studiert hat. Und erwartungsgemäß, muss man fast sagen, hat dann das Oberlandesgericht München haben gesagt, natürlich darf er sich Psychologe nennen, wenn der Professor für Psychologie ist und das auch studiert hat. Dieses Berufsbild, was sie nehmen, ist eben viel, viel zu eng. Und ist die Frage, welche akademische Ausbildung haben wir denn eigentlich und wer darf sich so nennen? Und es ist und bleibt dann eine Frage des Einzelfalls. Wenn es nicht relativ klar ist, man hat halt Diplompsychologe oder Masterpsychologie, wobei das reicht Ihnen ja manchmal auch nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, das würde immer reichen wahrscheinlich. Wir haben uns natürlich da angeschaut, wie es eigentlich bei Frau Rieger-Langer, und haben ihr Studium sozusagen aufgearbeitet. Mit einigem Aufwand tatsächlich. Dazu muss man dann die entsprechenden einzelnen Studienabschnitte sich angucken und muss feststellen, also Frau Rieger-Langer ist Diplompädagogin. Psychologie war in ihrem Pädagogikstudium durchgängig Nebenfach. Es war Prüfungsfach in der Diplomvorprüfung, übrigens mit der Note sehr gut abgeschlossen. Psychologie war Prüfungsfach auch in der abschließenden Diplomprüfung, auch dort übrigens mit sehr gut abgeschlossen.
ein achtwöchiges Pflichtpraktikum bei den Roland-Kliniken absolviert. Auch das ist im psychologischen und psychotherapeutischen Bereich gewesen. Sie hat ihre Diplomarbeit in Psychologie geschrieben, in Transaktionsanalyse, also ein klar psychologisches Thema. Und sie hat mindestens 32 Lehrveranstaltungen besucht, die sich klar der Psychologie zuordnen lassen, also dem Titel nach. Ich habe jetzt nicht dabei gesessen, aber zumindest kann man in den Studienbüchern noch nachgucken, hier war der Titel der Veranstaltung, dann kann man ja schon gucken, ist das jetzt eine Veranstaltung, die gehört mehr zur Pädagogik oder gehört klar zur Psychologie. Und 32 Lehrveranstaltungen waren das, die sich klar der Psychologie zuordnen lassen. Jetzt kann man versuchen, das in ECTS umzurechnen, ja, in das European Credit Point Transfer System, und diese Punkte, und dann, das klappt natürlich nicht ganz perfekt, weil die damaligen Studiengänge, das war ja in den 90er Jahren, natürlich nicht zu den ECTS-Studiengängen passen, die wir heute haben. Ja, da muss man also ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Tatsächlich kommt man dann aber, wenn man das tut, das gewissenhaft tut, kommt man dahin, dass Frau Rieger-Langer sozusagen umgerechnet in ECTS 200 ECTS in Psychologie absolviert hat. Und die Zahl 200 hört sich jetzt so rund an, weil die Daumenpeilung oder so ist nichts, nur Zufall, wir haben es ganz genau ausgerechnet und man bekommt zufällig tatsächlich eine runde Zahl bei raus. Und 200, muss man wissen, ist eine Zahl, die reicht für einen Bachelorabschluss. Also ein Bachelor wird ab 180 ECTS-Punkten vergeben. Also das ist das, was nach dem, was im Hochschulrahmenrecht vorgesehen ist, dann ab 180 Punkten einen Bachelorabschluss. Das heißt, Frau Rieger-Langer hat so viel Psychologie studiert, wie Menschen, sie hat Pädagogik gar nicht dabei, und auch das, was in Pädagogik vielleicht dann in der Richtung Psychologie gegangen ist, weiß ich alles nicht. Aber rein das Psychologiestudium, der Psychologieanteil in ihrem Studium war so viel, wie heute Studentinnen und Studenten für einen Bachelor in Psychologie aufwenden müssen. Deswegen, wenn Frau Rieger-Langer sich Psychologin nennen würde, wäre das deutlich keine Irreführung, sondern sie kann sich im Wettbewerb so nennen. Dann haben wir uns auch mit Diagnosetätigkeit beschäftigt. Da gab es so die Frage, wenn ich jetzt jemanden in irgendeiner Weise psychologisch beurteile, ist das eigentlich automatisch eine Diagnose? Und aufgehängt ist das dieser Einwand, den manche erheben, an § 1 Absatz 3 Psychotherapeutengesetz, wo steht, jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutische Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert. Und viele lesen dann eben Feststellung so, als sei alles, womit man eine Krankheit feststellt, sei sozusagen verboten und sei Psychotherapeuten vorbehalten. Ich kann Sie beruhigen, wenn sich also demnächst mal wieder jemand sagt, eine komische Geschichte erzählt und Sie antworten mit, du bist ja verrückt, dann verstoßen Sie nicht gegen das Psychotherapeutengesetz, weil es tatsächlich der wichtige Teil ist, sozusagen der, am Anfang, es geht um psychotherapeutische Verfahren, das heißt, das Ganze muss, und es gibt eine ähnliche, praktisch identische Formulierung, auch im Heilpraktikergesetz zum Beispiel, das Ganze muss in den Heilkontext, in den therapeutischen Kontext rein. Das heißt also, auch die Feststellung einer Krankheit muss am Ende der Therapie dienen sollen. Ja, man muss die Therapie nicht machen, aber die Feststellung muss sozusagen Richtung Therapie gehen. Und wenn sie das nicht tut, liegt kein Verstoß gegen das Psychotherapeutengesetz vor. Überdies natürlich andere Berechtigungen, die man hat, zum Beispiel nach dem Heilpraktikergesetz oder eben auch zugelassene Ärzte und wer alles dann noch darf, sowieso außen vor. Ja, das waren die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für auch diese Klarheit. Ich würde dann gerne noch Susanne Rieger-Langer kurz das Wort geben, weil ja auch immer Vorwürfe im Raum stehen, dass die Methodik, die sie anwendet, zumindest nicht zielführend sei. Ich drücke mich da bewusst vorsichtig aus. Dazu hätte ich gerne noch ein paar Ausführungen von dir und dann würde ich gerne Fragen zulassen. Bitte. Sehr gerne. Ja, es wird gern kolportiert, was wild zusammengeraffelt wurde, sprich das Profiling, wie ich es mit meinen Teams betreibe, ausschließlich auf drei Fakten beruhen würde, nämlich Geburtsdatum, Name und Foto. Das ist nicht das, was fürs Profiling reicht, sondern das, was ich immer das Packende nenne. Sprich, das sind die Mindestdaten, mit denen unsere Researcher loslaufen, um all die Daten zusammenzutragen, die wir dann für das Profiling brauchen. Profiling ist keine One-Woman-Show, auch wenn man mich beispielsweise bei der Live-Show alleine sieht. Wann immer es ums Profiling geht, ob wir Personen-Profiling oder Situationen, braucht es ein ganzes Team, 15 bis 25 Experten typischerweise, in der Research, in der Analytik und in der Interpretation.
Und wir sind seit Jahren, Jahrzehnten sehr erfolgreich da am Markt und arbeiten äußerst genau und auch mit wissenschaftlichen Methoden. Jede einzelne Methode ist wissenschaftlich und in Kombination macht sie nicht unwissenschaftlicher, im Gegenteil. Sondern wir stellen sicher, dass wir wirklich die Präzision liefern, die unsere Mandanten, also die Unternehmen, die uns beauftragen, auch wirklich brauchen. Wunderbar. Vielen Dank. Dann würde ich die Runde für Fragen eröffnen. Oliver Rüsch. Ja, Oliver Rüsch, Mittelstand, darf ich nachher. Frau Kieser-Langer, wenn ich das Ganze so betrachte und auch den Beitrag bei Haufe gelesen habe und sehe jetzt hier Beweise, wie konnte es dazu kommen? Gab es da irgendwie noch persönlich zwischen Ihnen und der Autorin irgendwelche Differenzen, die jetzt hier reinspielen? Haben Sie denn mal irgendeinen großen Auftrag weggenommen? Also es muss ja irgendwo einen rationalen Grund geben, warum man so eine Rufmordkampagne da startet. Weil wenn ich das hier so sehe, kommt da ja nichts anderes zum Schluss dann. Ja, tatsächlich kannte ich die Autorin vorher persönlich gar nicht. Wir als das Team, weil es keine One-Woman-Show ist, das Profiling, haben im Sommer 2016 einen Auftrag bekommen. Da ging es scheinbar um ein Wirtschaftsdelikt im Thema Wucher. Ich arbeite das Thema auch in meiner Live-Show auf Kohl im Kreuzfeuer, wo wir davon sprechen, dass wir sehr merkwürdige Vorkommnisse erleben, wenn es rund um die Begutachtung im Bereich der Inobhuthaben geht. Das hat uns als Team so bewegt, dass wir von diesem Einzelfall sozusagen nochmal genau geschaut haben, ist es etwas, was öfter vorkommt, was definitiv der Fall ist. Also Panorama hat in 2014 bereits dazu berichtet, in Zoom gab es eine Reportage, ich glaube jetzt im Januar, von einer Dreiviertelstunde zu genau dem Thema. Auch die FAZ schreibt immer wieder dazu. Und wir haben entschieden im Team, dass wir dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen, weil es ein gesellschaftlicher Skandal ist, unserer Meinung nach. Und es war auch klar, dass es einen Backlash gibt, weil dort üblicherweise die Personen mit Rufmordkampagnen überzogen werden. Und genau das ist uns natürlich auch passiert, oder mir in dem Sinne als Frontfrau, als die, die man sieht. Man könnte also sagen, es war offenen Auges. Nichtsdestotrotz werde ich meinen Mund nicht halten, wenn es um solche Missstände in der Gesellschaft geht. Das ist mein Job als Profiler, auf diese Missstände zu schauen und nicht nur in einzelnen Unternehmen, sondern auch im Größeren. Wir werden dazu auch eine Dokumentation herausbringen in den nächsten Monaten. David van Deven. Frage richtet sich an den Juristen. Sie sagten, es wird spannend, es wird noch einiges kommen. Sie lesen aber offen, was kommen wird, wenn man so ein bisschen in die Blase gucken kann. Was erwartet uns in der nächsten Zeit? Also im Endeffekt, wo es sicherlich darum gehen wird, da werde ich nichts verraten, dass wir uns mit den Referenzen weiter beschäftigen werden, ob die Nennung, so wie sie jetzt erfolgt ist, zu Recht erfolgt ist oder nicht zu Recht erfolgt ist. Das ist ein ganz klarer Punkt. Auch sind wir jetzt gerade in der Abstimmung mit Frau Krieger-Lange, wie es generell weitergehen soll, weil dann zum Beispiel auch Punkte, die jetzt noch ganz offen sind, wie zum Beispiel auch Schadensersatzansprüche, weil ja mittlerweile massive auch Unwahrheiten behauptet werden. Da können wir auch zum Beispiel Schadensersatzansprüche geltend machen, auch ein Teil, den wir noch gar nicht irgendwo gemacht haben, weil wir bislang eigentlich mehr im Verteidigungsmodus irgendwo gewesen sind, auch immer im Modus zu sagen, komm, wir versuchen das Ganze irgendwo so ein bisschen klein zu halten, nimm deine Lüge raus, du kannst deine Meinung über Frau Krieger-Lange haben, wie du willst, aber man merkt, es wird einfach nicht besser, ganz im Gegenteil, die Spirale dreht sich immer weiter und dann gehört eine gewisse Eskalation auch juristischer Art und Weise dazu. Was da genau kommen wird, muss man uns noch einfach abstimmen. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Ich bin ein bisschen erschlagen durch diese ganzen juristischen Anfeindungen, die Sie hier vorgetragen haben. Ist das aus Ihrer Sicht gang und gäbe in der Branche oder ist das jetzt ungewöhnlich viel? An wen richtet sich die Frage? An den Juristen, bitte. Ich mache sehr viel Äußerungsrecht und natürlich gibt es immer wieder Situationen, auch in Auseinandersetzungen mit Medien, dass Personen sich in den Medien richtig dargestellt fühlen. Dann ist es meine erste Aufgabe als Rechtsanwalt, das mit dem Mandanten tatsächlich zu besprechen und es gibt viele Situationen, wo ich auch als Rechtsanwalt sage, nee, die Berichterstattung ist so, wie sie ist, zwar hart, aber in Ordnung, da machen wir nichts. Also da gehe ich als Anwalt auch nicht mutwillig irgendwo vor, sondern nur dann, wenn wir auch entsprechend begründete Anlässe sehen. Üblicherweise ist es so, wenn Sie eine solche Berichterstattung haben, dass es dann, ich nenne es mal das sogenannte Gewitter gibt, man macht eine Auseinandersetzung, ein Schreiben, manchmal oder häufig ist es so, dass man sich das außergerichtlich klärt, dann gibt es manchmal ein Gerichtsverfahren und dann ist im Zweifel auch gut, weil dann beide Parteien wissen ungefähr, okay, das kann ich noch schreiben und das kann ich nicht schreiben, das ist wahr, das ist unwahr und dann ist die Sache eigentlich auch in Anführungszeichen, zumindest bezüglich des einen Mediums, erledigt.
dass so etwas über Jahre hinaus immer wieder und trotz mehrfacher Verurteilungen vorkommt, ist eher ungewöhnlich, um das mal höflich zu formulieren. Und ist also auch ein Fall, der dann natürlich auch aus juristischer Sicht einer anderen Sichtweise bedarf. David. Eine persönliche Frage mal an Frau Susanne Krieger-Langer. Es wurde vorhin gesagt, dass Politiker wie Renate Künast mit dem Wort Dreckfotze vielleicht sogar politisch etwas besser umgehen würden. Man ist aber nicht nur Unternehmerin, nicht nur Profilerin, man ist auch Mensch. Die Auswirkung über einen so langen Zeitraum mit Hate Speech in Kontakt zu treten, kann ja nicht spurlos an den Menschen vorbeigehen. Inwiefern nimmt das Kraftressourcen im persönlichen Rahmen mit auf? Inwiefern fördert das oder konfrontiert es die Motivation zu sagen, ich halte durch, ich mache weiter? Weil gerade wenn so eine Verbandsgeschichte oder eine Lobbygeschichte im Vordergrund steht und die Auswirkungen und die Umfänge hier beschrieben worden sind, ist ja nicht davon auszugehen, dass eine Lobby nachlässt oder man steht ja nicht mit einer Einzelperson in Konflikt, sondern mit einer Armada von Menschen, die auch x-beliebig austauschbar sind. Das heißt, wenn die einzelne Person, die jetzt geklagt hat oder sich in den Vordergrund gespielt hat, verbrannt ist, kann man ja dann oder muss man dann davon ausgehen, dass eine neue oder x-beliebig andere Person ins Rennen geschmissen wird. Wie geht man persönlich damit um und wie wirkt sich das auf das Private oder auf das persönliche Befinden aus? Wenn ich nicht Profiler wäre und parallel, wie die meisten wissen, auch Instructor für mentale Sicherheitsarchitektur, wäre das verheerend. Wir kennen das nicht nur von der Lobbyarbeit oder aus dem Kampfgeschehen in der Politik, sondern auch vor allem, wo es um den Skandal geht, den wir da aufgedeckt haben, dass die Kritiker vorrangig erstmal kampfunfähig gemacht werden und das mit solchen, ich sag mal, Psychoterror-Methoden. Also, dass die Personen erst einmal diffamiert werden, gerne auch psychiatrisiert, so wie wir das sagen. Also, wir haben das ja auch bei mir. Ich wäre wir oder es würde paranoide Tendenzen haben. Also auch da bekommt man eine Etikettierung. Es geht in Richtung auch des Ruinierens, also dass Kunden angeschrieben worden sind oder auch angerufen worden sind, wo in unserem Kalender noch deutlich wurde, ich werde da noch auftreten als Speaker, um sozusagen diese monetäre Basis zu unterhöhlen. All das gehört typischerweise dazu. Und ich glaube, für eine private Person wäre damit kaum umzugehen, weil es ein Ressourcenkrieg ist, der nicht nur monetäre, sondern vor allem auch emotionale und mentale Ressourcen braucht. Jetzt sind wir in meinem Profiling-Team ja genau auf solche, ich sag mal, Schlachten auch vorbereitet, die wir für unsere Mandanten auch mitführen. Wir waren in dem Sinne vorbereitet, dass wir wussten, es kommt etwas. Wir wussten auch, aus welcher Ecke, dass es nun diese Dame ist. Das war deren Wahl. Aber zum einen sind wir trainiert, damit umzugehen und zum anderen sind wir von der Charakterstruktur so gebaut, dass wir sagen, jetzt erst recht. Also wir werden gerade nicht zurückstecken, denn wenn wir zurückstecken, dann hat der Einzelne, der so angegriffen wird und berechtigt kritisiert, keine Chance mehr.